Bevor es hier gleich richtig zur Sache geht mit einer brandneuen Podcast-Folge, möchte ich euch zu einem Gewinnspiel einladen. Dank euch ist der Markenrebell-Podcast super erfolgreich unterwegs. Wir sind seit über 2 Jahren am Start und haben über 400 Folgen produziert. Das muss man sich einfach mal zur Zunge zergehen lassen. Das ist der Wahnsinn. Ihr inspiriert uns durch Impulse und Anregungen, nicht zuletzt über unsere WhatsApp-Gruppe, für die ich super dankbar bin. Also nochmal ganz herzlichen Dank. Wir wollen uns auf diese Weise auch nochmal ganz besonders bei euch bedanken. Ich habe es ja schon angekündigt, ein Gewinnspiel, denn wir verlosen ein brandneues iPhone X beziehungsweise wahlweise ein Samsung Galaxy S9. Was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst einfach auf unsere Website gehen, wie ja schon bekannt ist, markenrebell.de und dort bis zum 30. April euch in den Newsletter eintragen. Dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Ihr bekommt ein kostenfreies E-Book und ganz nebenbei auch noch die wichtigsten News zum Markenrebell-Podcast direkt in euer Postfach. Also einfach unter www.markenrebell.de für den Newsletter eintragen und ein echt cooles iPhone oder Samsung gewinnen. Und nun viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Ihr hört es vielleicht ein bisschen etwas verschnupft, aber es wird trotzdem gehen. Die Fähigkeiten von Chatbots entwickeln sich derzeit rapide weiter. Schon heute spielen sie in der Kundenkommunikation eine bedeutende Rolle. Und es ist davon auszugehen, dass ihre Fähigkeiten und Einsatzmöglichkeiten in Zukunft weiter zunehmen werden. Was ist aber eigentlich ein Chatbot? Wie intelligent ist er wirklich? Wie lässt er sich einsetzen? Für welche Branchen ist das Thema interessant? Und wie kommt man als Unternehmen an seinen eigenen maßgeschneiderten Bot? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Interviewgast. Sie hat an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt E-Commerce studiert und danach im In- und Ausland einschlägige Erfahrungen in der Tech-Branche gesammelt. Im Juni 2017 hat sie dann zusammen mit 3 Co-Foundern das Startup BotFriends in Würzburg gegründet. Hier ist sie als CMO verantwortlich für das Marketing und die User Experience. BotFriends ist spezialisiert auf Conversational Interfaces und hat bereits erste zukunftsweisende Projekte für Unternehmen wie Porsche und Cookhouse Lab in Toronto realisiert. Und nun viel Spaß mit diesem heutigen Podcast-Interview und meinem Gast Michel Skodowski. Michel, schön, dass du hier in den Markenrebell-Podcast gefunden hast und dass du dir Zeit genommen hast. Und was mich besonders freut, ihr seid direkt aus der Nachbarschaft in Würzburg. Aber bevor wir da genauer einsteigen, vielleicht kannst du noch ein bisschen was über dich als Privatperson erzählen und was genau du beruflich machst. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Also ich heiße Michel Skodowski und bin im Endeffekt jetzt mit meinem Studium fertig. Ich habe E-Commerce an der Hochschule in Würzburg studiert und komme auch aus Würzburg und habe jetzt seit einem Jahr mit 3 Studienkollegen, mit denen ich studiert habe, ein Startup gegründet, das sich auf das Thema Conversational Interfaces spezialisiert hat. Genau, und bei den BotFriends, so heißt unser Startup, bin ich primär für das Projektmanagement von unserem Projektgeschäft zuständig, aber auch Marketing, PR und auch Recruiting. Genau. Stark. Ich finde es ja immer großartig, wenn Frauen tatsächlich auch in Tech-Companies einsteigen oder sich hier engagieren. Mhm. Also von dem her umso besser heute, dass du heute hier bist. Erzähl uns doch mal, wie kam es dazu? Also wie kam es überhaupt dazu, dass du einen Zugang zu Technologie hattest? War das schon immer irgendwie so ein Thema, was dich beschäftigt hat? Oder bist du da so reingerutscht? Ja, die Frage kommt tatsächlich
doch öfters, wie kommt man denn da rein und warum begeistern sich nicht viele Frauen für technische Berufe? Bei mir war das so, ich wusste, dass ich nach meinem Abitur in die Wirtschaft möchte. Ich hatte tatsächlich nicht viel mit Technik am Hut und habe durch Zufall über den Studiengang E-Commerce erfahren und war mir tatsächlich unsicher, ob das das Richtige ist, weil ich wusste, dass halt auch Programmierkenntnisse gefragt sein werden und halt auch viel Technik dazugehört. Da war ich mal, wie gesagt, unsicher, aber war dann doch mutig genug, um zu sagen, ich probiere es aus und wenn es doch nichts ist, kann ich ja immer noch wechseln. Allerdings war das dann, ja, ich weiß nicht, ob das Zufall war, aber ich war Feuer und Flamme für mein Studium und mir haben die Themen auch extrem viel Spaß gemacht und ich hätte nicht gedacht, dass ich mich dann letztendlich so sehr für Technik begeistere. Und genau, an der Fakultät, wo ich studiert habe, habe ich auch die drei Jungs kennengelernt, Daniel, Kevin und Tobi, die alle drei Wirtschaftsinformatik studiert haben. Und wir haben uns dann tatsächlich durch so Austauschprogramme im Ausland wie Indien kennengelernt und haben irgendwie ja dieselben Werte vertreten und Vorstellungen und Ziele für unsere Karriere. Und wie es letztendlich dazu kam, ist, dass Daniel und Kevin bei Porsche in einem Praktikum waren und sich tatsächlich in ihrer Freizeit mit der neuen Technologie von Chatbots beschäftigt haben und gleichzeitig die Chance genutzt haben und geschaut haben, wo kann man denn in Porsche das Thema platzieren. Und haben dann großes Potenzial auf der Facebook-Seite Jobs und Karriere von Porsche gesehen, dass halt so Erstkontaktanfragen wie kann ich ein Praktikum bei Porsche machen, wie lange dauert ein Praktikum, was für Berufsfelder bietet ihr an, dass solche Fragen ja automatisiert von einem Chatbot beantwortet werden können. Und dementsprechend haben sie das Thema vorangetrieben und es kam gut an. Und dann wurde letztendlich auch ein Produkt gelauncht, was dann auch das erste Produkt von den Botfriends war. Und dann kamen sie aus dem Praktikum wieder und haben gemeint, hey Michelle, hast du nicht Lust bei uns, das Thema groß zu machen und ein Startup daraus aufzubauen? Wir könnten da noch Unterstützung gebrauchen. Und da, das war im Endeffekt, wie ich dazu kam. Und dann kam noch Tobi dazu als unser Hauptentwickler. Und genau, so kamen wir dazu, direkt aus der Hochschule, haben das neben Studium jetzt wirklich versucht, so gut es geht voranzutreiben, was auch echt gut funktioniert hat und sind jetzt tatsächlich offiziell nur noch Startup, genau, was wir machen. Sehr, sehr cool. Wie ist das, oder wie sind die Jungs so an dich herangetreten? War es so ein längerer Prozess oder gab es so auf einen Kaffee in Würzburg oder so? Das war ehrlich gesagt spontan, also ich habe das gar nicht so realisiert, es kam irgendwann dann, ich war da damals noch in Berlin, ich habe mein Praktikum bei eBay damals gemacht und dann hat mich der Daniel am Telefon angerufen und hat gemeint, ja, hast du Lust, das mit uns so voranzutreiben? Und ich habe, klar nimmt man das am Anfang jetzt nicht so, also man weiß am Anfang nicht, wie weit es dann geht, aber ich bin halt immer offen für alles und habe natürlich Bock, irgendwas auf die Beine zu stellen und das Thema Gründen war für mich immer interessant, also nachdem ich das erste Mal wirklich Vollzeit gearbeitet habe, ein halbes Jahr lang habe ich dann tatsächlich gesehen, dass es vielleicht auch seinen Reiz haben kann, seine Motivation doch dafür einzusetzen, was Eigenes zu machen. Und es war einfach die perfekte Option. Und ich habe mich im Endeffekt darauf eingelassen. Also es war echt eine spontane Bauchgefühlentscheidung. Und genau. Ja, was würdest du sagen, warum gibt es so wenig Frauen, gerade in so Tech-Companies? Schwierig. Also ich würde, glaube ich, sagen, also bei mir hat es auch so ein bisschen angefangen, dass sich viele Frauen das einfach nicht zutrauen und halt glauben, also einfach praktisch davon ausgehen, dass das ganze Thema Programmieren, Technik einfach nicht ihr Ding ist und sie da nicht so reingehören und da fehlt einfach so ein bisschen das Selbstbewusstsein, vor allem das Selbstvertrauen, das einfach mal zu probieren und den Mut zu haben, sich da reinzuwagen. Und vielleicht kann man auch dann sagen, dass im Schulsystem vielleicht mehr gemacht werden sollte, dass so technische Themen, Programmieren vielleicht einfach mal mehr in das Schulsystem mit integriert werden sollte, weil das tatsächlich auch so viel in der Zukunft bedeuten wird und auch so wichtig sein wird und dass da halt vielleicht auch Berührungsängste genommen werden. Genau. Ja, also da muss man, glaube ich, echt ansetzen. Ja, ich glaube, da sagst du was ganz Wertvolles, einfach, dass wir im Bildungssystem einfach schon anfangen, mit Technologie sich auseinanderzusetzen, bedeutet ja nicht immer, den Quellcode selber zu schreiben, ein Verständnis dafür zu entwickeln, so wie ihr das ja jetzt mit eurem Startup macht, was bedeutet Kommunikation heute und in der Zukunft, ja.
und das vor allen Dingen auch zu übersetzen. Ja. Ich glaube, das ist ja auch eine Challenge. Wie übersetze ich das einem Investor bis hin zum, wie entwickle ich eine Customer Journey? Ne? Ganz genau, ja. Ja, also ich sehe auch teilweise selber meine Schnittstelle bei BotFriends, dass ich mir oftmals, also ich bin oft auf Vorträgen vertreten, weil ich mir dann meistens die Sachen von unserem Entwickler Tobi erklären lasse und dann nochmal für nicht-technische übersetzen kann. Genau, also sowas ist tatsächlich echt von Vorteil und bringt auch ein Startup wirklich voran, wenn man sowas mit einbringen kann. Ja. Erzähl uns so ein bisschen was zu deinem oder eurem Startup. BotFriends hast du schon gesagt. Was ist das genau? Ja, die BotFriends ist ein Startup spezialisiert auf Conversational Interfaces, ein sehr fancy Wort, kam jetzt seit den letzten Jahren immer mehr in die Medien. Und zwar, was wir genau machen, ist, dass wir Chatbots und Sprachassistenten für Unternehmen entwickeln. Das heißt, anhand von automatisierten Systemen wie Chatbots möchten wir die Kommunikation von Unternehmen intern als auch extern optimieren. Und das ist unser Ziel und wir machen das aktuell als mehr oder weniger als eine Dienstleistung, aber möchten uns auch ein zweites Standbein mit eigenen Produkten aufbauen, dass wir nicht nur von unserem Projektgeschäft abhängig sind, aber wir dazu klar sagen müssen, dass alle Projekte, die wir rund um das Thema Chatbots machen, sich auch auszahlen auf Produkte, die wir dann entwickeln möchten. Ja, wie muss ich mir diesen Chatbot vorstellen? Also jetzt nehmen wir den Markenrebell, wir haben eine Website, wir haben eine WhatsApp-Gruppe und dergleichen. Was könnt ihr jetzt für uns tun? Genau, also die Chatbots, die wir entwickeln, sind unabhängig von der Plattform. Das heißt, jegliche Messenger-Plattform oder allgemeine Plattform, die eine öffentliche Schnittstelle haben, an die können wir Chatbots anbinden. Das heißt, ganz klar auf einer Webseite, aber jetzt ist das Thema vor allem dann auch mit Facebook ganz groß geworden, das Ganze in Messenger zu integrieren, zum Beispiel den Facebook Messenger. Jeder, der Facebook nutzt, wird wahrscheinlich auch den Facebook Messenger haben, um mit seinen Freunden zu schreiben. Und da können zum Beispiel auch Chatbots integriert werden von Facebook-Seiten, Unternehmensseiten, wo dann automatisiert Antwort kommt. Das Ganze geht natürlich auch für Kick, Telegram und diese ganzen anderen Messenger, die es heutzutage gibt. Leider aktuell noch nicht für WhatsApp, weil da die Schnittstelle noch nicht vorhanden ist. Aber wir gehen stark davon aus, dass WhatsApp bestimmt in Zukunft auch die Schnittstelle öffnen wird, dass da Chatbots integriert werden können. Dann gibt es natürlich auch Plattformen intern gesehen, wie zum Beispiel Slack oder Skype for Business, die innerhalb von Unternehmen benutzt werden. Und da kann man natürlich auch Chatbots einsetzen, weil das Ganze ja die Kommunikation optimieren soll. Ein Beispiel, wir haben für S. Oliver in Würzburg haben wir für den IT-Support einen Chatbot entwickelt. Das heißt, so ganz typische Fragen wie, ich kann nicht mehr drucken oder ich finde eine bestimmte Datei nicht mehr. Sowas müsste normal der IT-Support abwickeln und das kann jetzt tatsächlich erstmal der Chatbot machen und damit wird ihnen Arbeit abgenommen und sie können sich auf komplexere Anfragen konzentrieren. Genau. Das ist insofern ja ganz interessant, dass und das wissen wir ja alle, dass die Kommunikation über sämtlichen Kanälen, du hast jetzt schon ein paar aufgezählt, die wir auch alle verwenden, natürlich der Wahnsinn ist, wenn man das alles irgendwie handeln will oder abrufen will oder beantworten möchte, dass dann automatisierte Prozesse greifen, wie jetzt euer Chatbot, das ist natürlich eine enorme Arbeitserleichterung. Wer ist denn genau eure Zielgruppe in Zukunft? Unsere Zielgruppe sind klar Unternehmen, die Probleme in ihrer Kommunikation haben beziehungsweise ihre Kommunikation optimieren wollen. Und das sind natürlich größere Konzerne mit größeren Projekten lukrativer für uns. Das heißt, aber man kann es ehrlich gesagt nicht klar eingrenzen, weil es einfach so unglaublich viele Anwendungsfälle gibt. Es gibt Startups, die haben sich auf bestimmte Anwendungsfälle spezialisiert. Das heißt, es gibt dann Startups, die machen nur Chatbot für Events. Es gibt Startups, die machen nur Chatbots für Customer Service. Und wir haben uns aktuell noch nicht darauf spezialisiert und möchten das Ganze noch offen halten. Das heißt, überall, wo Anwendungsfälle sind, wir machen das selber und wir sind auch ein ganz großer Fan von wirklich individuellen
Lösungen für größere Konzerne, wo man dann wirklich viel planen muss, extrem viel mit Schnittstellen arbeiten muss, was API-Integration, was man alles machen kann, dass man wirklich eine extrem individuelle Lösung entwickelt, weil es gibt natürlich auch klar rudimentärere Chatbots, die man sich teilweise auch zusammenklicken kann mit Plattformen wie ChatFuel, also jedes Restaurant hier kann sich eigentlich einen Chatbot für seine Facebook-Seite mit ChatFuel zusammenklicken, ohne dass ein Entwickler gebraucht wird. Also so einfache Sachen sind klar ohne unsere Hilfe möglich. Deswegen fokussieren wir uns wirklich auf hochkomplexe individuelle Lösungen für größere Konzerne, genau. Wenn sich jetzt so ein Konzern, sagen wir mal, so einen Einstieg leisten möchte in das ganze Thema Chatbot, mit welchen Budgets würdest du sagen, muss man rechnen? Also was wäre jetzt so ein Einstiegsbudget, dass man sagt, okay, da ist die Evaluierungsphase drin, da setzen wir schon mal was auf, was euch hilft. Kann man das sagen? Also meistens, wenn wir das Thema Chatbots in Unternehmen einbringen, dann fängt das klar immer mit einem Piloten an. Das heißt, es wird dann erstmal ein Proof of Concept, Pilot entwickelt, das ganze Thema, dass man es erstmal ausprobieren kann und testen kann. Und es kommt immer auf den Use Case an. Das ist klar auch dieselbe Frage, wie viel kostet eine Website? Das kommt immer darauf an. Aber für so einen großen Konzern kann man klar schon sagen, dass es dann höhere fünfstellige Beträge sind. Aber nichtsdestotrotz, wir machen auch Chatbots für mittelständische Unternehmen, die dann auch wirklich im unteren fünfstelligen Bereich sind. Also genau, ich denke, das ist ein ganz guter Ansatz, ja. Lass uns noch mal kurz über Intelligenz sprechen. Also für die es vielleicht von unseren Zuhörern nicht wissen, ein Chatbot ist erstmal ein automatisierter Prozess. Ja? Da gibt es, sagen wir mal, dumme und schlaue Bots. Ihr habt ganz sicher einen intelligenten Bot gebaut. Kannst du uns da noch ein bisschen was über künstliche Intelligenz erzählen, wie ihr das eingebunden habt oder auf welcher Basis das Ganze bei euch funktioniert? Genau, künstliche Intelligenz verbunden mit Chatbots. Da sprechen wir von Natural Language Processing, also NLP. Das heißt, wenn der User seine Anfrage stellt, wird der Chatbot versuchen, die Absicht dahinter zu verstehen. Also das ist die künstliche Intelligenz in dem Fall. Und dafür haben wir nichts selber entwickelt, weil es aktuell in der aktuellen Situation viel effizienter und schlauer ist, sich am Markt zu bedienen. Denn die großen Technologiekonzerne wie zum Beispiel Google, Facebook, Microsoft, IBM haben NLP-Services öffentlich zur Verfügung gestellt. Das heißt, jeder kann eigentlich künstliche Intelligenz für sich nutzen und das tun wir auch. Das heißt, wir nutzen von Google den NLP-Service Dialogflow. Das heißt, es ist so ein webbasiertes Interface, wo wir im Endeffekt unsere Intents, also Intents sind Absichten, also zum Beispiel ein Intent wäre, wie wird das Wetter morgen anlegen, und das müssen wir dann trainieren anhand von Beispielen, also Beispiel-Fragemöglichkeiten, wie wird das Wetter morgen, kannst du mir sagen, wie das Wetter morgen wird, dass wir das Ganze trainieren, weil das läuft unter Machine Learning und Machine Learning findet statt, wenn das System von Beispielen lernt. Und genau, also wir arbeiten mit dem NLP-Service. Und dahinter steckt dann die künstliche Intelligenz, wobei wir auch klar sagen müssen, nachdem wir jetzt schon einige Projekte gemacht haben, das Wichtigste von einem Chatbot ist eigentlich nicht die künstliche Intelligenz. Also es gehen viele User haben da oder auch Kunden haben teilweise große Erwartungen und denken, der Chatbot kann jetzt alles beantworten. Das Wichtigste ist eigentlich im Endeffekt nur, dass wenn der Chatbot einen Mehrwert erfüllt, dann hat er auch eine wichtige Daseinsberechtigung und dann kommt es nicht darauf an, ob er jetzt künstliche Intelligenz hat oder nicht. Denn wir haben jetzt zum Beispiel für die Stipendienberatung einen Chatbot entwickelt, der eigentlich keine künstliche Intelligenz nutzt. Warum nicht? Und zwar bist du im Endeffekt durch eine geführte Konversation geführt. Das heißt, es wird gefragt, bist du katholisch? Ja, nein. Für welche Politik interessierst du dich? Und dann kann der User sich anhand von Buttons durchklicken. Also innerhalb dieser Konversation und da wird dann zum Beispiel keine künstliche Intelligenz gebraucht und am Ende machen wir so ein Matching und der User bekommt dann die richtigen Stipendien für ihn angezeigt und das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, finde ich, wo man sehen kann, dass so ein Chatbot auch ohne künstliche Intelligenz eine Daseinsberechtigung hat, genau. Aber ja, absolut. Ja.
Sehr interessant, sehr interessant. Also was ich jetzt zum Beispiel auch sehr interessant, um das noch zum dritten Mal zu sagen, finde, mich begeistert das einfach, diese automatisierten Prozesse. Was ist aber mit dem Fremdeln so ein bisschen? Also weiß nicht, ob ihr auch damit zu tun habt, wenn ich als Kunde irgendwie Kontakt zu einer Company aufbaue, zum Beispiel über die Website, dann möchte ich, oder habe ich ja schon irgendwie auch das Bedürfnis, mit Menschen zu sprechen. Mhm. Was kann man unternehmen oder was unternehmt ihr, dass das irgendwie so was Persönlicheres bekommt, ohne am Ende zu sagen, das ist ein Mensch und mal sehen, ob du es rauskriegst, sondern ich glaube, das ist auch wichtig, ist immer transparent klar zu machen, du redest hier mit einem Bot, aber dass es doch irgendwie eine persönliche Nähe herstellt. Genau, ganz genau. Also wir gehen auch komplett transparent mit dem Thema um. Das heißt, wir empfehlen unseren Kunden auch in Projekten, dass man klar sagen sollte, dass es sich hier um den Chatbot handelt und auf gar keinen Fall versuchen sollte, das zu überspielen und so zu tun, als ob sich hier jetzt ein echter Mitarbeiter mit dem User schreibt. Also das sollte man vermeiden und wirklich transparent damit umgehen und dann auch gleichzeitig bescheiden sein. Und es wird nämlich auf jeden Fall vorkommen, dass der Chatbot am Anfang nicht alles beantworten kann, weil er erst trainiert werden muss. Das heißt, dass man klar sagt, dass der Chatbot noch nicht perfekt ist und er noch lernt und dass das Ganze halt seine Zeit hat, dauert. Ja, das Wichtige ist halt, also auf zum einen, man sollte stets die Möglichkeit anbieten, dass halt der User mit einem echten Mitarbeiter sprechen kann. Das heißt, das schenkt dann nochmal so Sicherheit und Vertrauen, wenn der User einfach weiß, er kann hier immer raus, er muss nicht mit dem Chatbot sprechen, er kann es versuchen, wenn er die Information bekommt, die er wollte, dann alles super und wenn nicht, kann er immer noch mit einem Mitarbeiter sprechen. Also die Option sollte sowieso immer angeboten werden. Und ansonsten, und bezüglich für Unternehmen ist es ja extrem wichtig, dass zwischen der Beziehung vom Unternehmen und User Emotionen stehen. Also für Marken ist es extrem wichtig, dass Emotionen bei potenziellen Käufern ausgelöst werden und so baut man dann eine Beziehung auf und die Kaufmotivation wird angeregt. Und das Ganze kann man ganz, ganz toll mit Chatbots machen, weil ich bin ja im Endeffekt in so einem extrem persönlichen Setting, in einer Chat-Umgebung, wo ich nochmal mit meinen Freunden schreibe. Und wenn ich dann, wenn ich jetzt eine bestimmte Marke bin und ihr durch einen Chatbot ein Gesicht verleihe, es muss nicht irgendwie unbedingt ein Mensch sein, kann auch ein Tier, Avatar, was auch immer sein. Aber dadurch werden Emotionen angeregt, wird man diese Kreativität, die man da liefert, damit kann man extrem viel machen. Und wenn man dann Emojis einsetzt und vielleicht ein paar Witze noch einbringt und Humor hat und Komplimente ausspricht, dann kommt man da so sympathisch rüber und erzeugt Emotionen, dass man da viel machen kann. Und dann ist auch der echte Mitarbeiter letztendlich gar nicht mehr so wichtig. Ich glaube auch so, wie du sagst, es muss der Mehrwert rüberkommen und wenn ich dann mit so einem Augenzwinker oder irgendwie eine Emotion herstellen oder erzeugen kann, dann ich glaube, das ist auch der kreative Part an so einem Projekt. Genau. Ne? Also wie schafft man das, die Gruppe zu verstehen und das irgendwie abzubilden oder zumindest einfließen zu lassen in so eine Bot-Technologie? Ja, also tatsächlich das Design und die Konzeption nimmt mindestens genauso viel Zeit teilweise ein wie die Entwicklung von einem Chatbot, weil der Part User Experience, wo kommt der User in Sackgassen, wie kann man das Ganze in einer klugen Baumstruktur aufbauen, also das ganze Konzept und das Design ist wirklich genauso wichtig wie auch bei Webseiten oder Apps, obwohl das Interface ja eigentlich ganz anders ist. Ja. Ja. Wie war es damals bei eurem Pitch? Also ich stelle mir jetzt einfach vor, du, drei Jungs, ihr habt euch gefunden, ihr habt gesagt, hey, lass uns ein Startup aufbauen. Wir sehen hier einen enormen Bedarf. Es sind auch Zukunftstechnologien, Zukunftsthemen, die ihr bespielt. Wie kam es dann dazu, dass ihr wirklich in diese Gründungsphase reingekommen seid? Das kam dadurch, wir haben uns da im Endeffekt an einem Angebot der Hochschule bedient, weil wir einen guten Kontakt zum Professor Michael Müsik haben, der das ganze Thema Unternehmensgründung an der Hochschule gelehrt hat und auch viel in Gründungen, auch in der Gründerszene in Würzburg aktiv ist. Und wir sind dann einfach zu viel zu ihm hingegangen und haben gesagt, hey Michael, wir möchten was gründen. Und er ist da auch extrem leidenschaftlich dabei und unterstützt sowas extrem stark. Und er hat uns dann so ein bisschen geleitet, viel Coaching gegeben, Beratung und hat uns da teilweise Step-by-Step zur Gründung geführt.
Und wir sind auch sehr froh darüber, dass wir da die Unterstützung haben. Ansonsten, ich kann nur empfehlen, allen, die jetzt irgendwie nicht aus der Hochschule heraus gründen, sich in der Gründerszene der jeweiligen Stadt zu orientieren, an Events teilzunehmen, weil ich glaube, das gibt es mittlerweile in jeder Stadt, weil das Thema Startups immer interessanter wird. Und sich da Unterstützung zu suchen oder auch Unternehmen, die Inkubatoren haben oder des Weiteren, also die Anfangsphase war dann schon wichtig, dass man Unterstützung hat und in die richtigen Wege geleitet wird. Ja. Und es hat dann nochmal den letzten Kick gegeben, den Mut zu nehmen und dann zum Notar zu gehen, ja. Was waren dann so die ersten Erfolgsgeschichten, die ihr feiern konntet? Mhm. Die ersten Erfolgsgeschichten waren zum einen auf der Hashtag Business, das ist eine der größten Social Media Konferenzen in Deutschland von Felix Beilharz, wo wir an einer Panel Discussion über Chatbots teilnehmen durften. Das war das erste Mal, dass ich dann von mehreren hundert Leuten sprechen durfte im Namen von BotFriends. Das war schon ziemlich cool. Und dann kam dann auch, also ich glaube, die größten Sachen waren dann wirklich, als wir in das Google Startup Programm reingekommen sind und dann auch im Zuge dessen am Google Cloud Summit in der Keynote teilnehmen durften und da durfte ich in der Keynote vor über 3000 Leuten über unser Startup sprechen, wie wir uns die Google Cloud und ihre Produkte und den NLP-Service von Google zunutze machen. Und das war ein extrem großer Meilenstein. Das war letztes Jahr im Dezember. Und was für Kreise das gezogen hat, das war wirklich Wahnsinn. Und das waren mit die größten Erfolge, das Thema Google auf jeden Fall. Ja, jetzt erzählst du das so nebenbei. Ich meine, vor 3000 Leuten sprechen ist ja schon eine Challenge. Wie war denn das für dich? Also ich stelle mir jetzt vor, du gehst auf die Bühne, 3000 Leute vor dir, du bist Sprecherin des Startups. Wie geht's einem da so? Ja, das war schon echt beeindruckend teilweise, weil das war das größte Event, auf dem ich je gesprochen habe und die Planung für diese Präsentation lief wirklich schon 4 Wochen davor mit Google, wo ich dann schon 3 Wochen vorher meine Folien einreichen musste und dann musste ich meinen Vortrag per Hangout nochmal zeigen und dann einen Tag vorher anreisen und das Ganze nochmal proben. Und bei den Proben war ich teilweise wirklich extremst nervös, weil das ganze Setting, das ist Wahnsinn. Man kommt auf diese Bühne und man hat 5 verschiedene Displays vor sich, ja. 2 riesige hinter sich, dann links, rechts noch was. Du weißt gar nicht, wo du genau hinschauen, ganz genau hinschauen sollst. Und dann sagt dir noch der Coach von Google, ja, du musst ins Publikum schauen. Und also das war schlecht verrückt, aber ich habe mich wirklich gut vorbereitet, es hat viel Zeit in Anspruch genommen, aber es war dann auch extrem, extrem gut, erfolgreich und wenn man das dann geübt hat und wirklich seinen Part kennt, dann hat es auch Spaß gemacht letztendlich, wo es dann losgeht und das war dann schon eine ganz coole Erfahrung und eine neue Herausforderung, ja. Aber viel, viel Übung. Wie was? Ja. Viel, viel Arbeit, ja. Ja. Wie war so die Resonanz danach? Ich meine, das war ja, wie du sagst, ein großer Meilenstein. Was ist danach passiert? Was ist euch widerfahren? Wir hatten dann tatsächlich noch einen Stand auf dem Google Cloud Summit, wo dann wirklich, also da waren permanent Leute da, mit denen wir uns unterhalten haben. Also das hat schon extrem viel ausgelöst. Super viele Interessenten und dann klar, also die Tage danach kamen halt viele E-Mails rein, viele Kontaktanfragen auf LinkedIn. Und was mich teilweise immer noch verwundert, ist, dass mir 3-4 Monate später noch Leute auf LinkedIn schreiben, hey, du warst auf dem Google Cloud Summit auf der Keynote und dann da eine Anfrage haben. Also wirklich noch 3 Monate nachher, dass sich Leute daran noch erinnern. Deswegen kann so ein Vortrag echt schon extrem viel ausmachen vor so vielen Leuten, ja. 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 Sehr, sehr cool. Und wie ging es dann weiter? Sorry, ja. Ja, sorry. Und dann halt auch in dem Zuge, dann haben natürlich auch viele Leute bei Google das mitbekommen. Und wir sind gerade aktuell stark fokussiert, der erste Google-Partner im Bereich Conversational Interfaces in Deutschland zu werden. Das heißt, cool. Google bekommt jeden Tag viele Anfragen von Konzernen, die Chatbots wollen und die haben noch keine richtigen Partner, mit denen sie das machen. Und wir waren im Endeffekt zur richtigen Zeit am richtigen Ort und sind gerade stark dran, diesen offiziellen Titel zu bekommen. Aber dennoch ist halt aktuell der Status, dass uns Google zum Beispiel schreibt, dass wir zu einem Workshop zu einem Kunden gehen und dann das Produkt von ihnen, den NLP-Service vorstellen und wir als Entwicklungspartner dann dazu. Und das ist aktuell das, was
ja, was gerade am meisten ansteht und was jetzt noch einen großen Umschwung auch in das Startup gebracht hat. Genau, da mit, also mit Google als Partner zu arbeiten und da unser Vertrieb, unseren Vertrieb darauf auszulegen, genau. Ja, das ist das Projektgeschäft, was du anfangs meintest. Genau, ne? Genau, ja. Ja. Wie sieht es heute aus? Wie viele Leute seid ihr? Habt ihr ein Büro in Würzburg? Genau, wir sind jetzt 5 Leute und suchen aktuell noch. Wir haben jetzt in der Theaterstraße 14, also mitten in der Innenstadt, ein ganz tolles Büro gefunden, wo wir aktuell zur Untermiete drin sind, aber welches wir jetzt dann in knapp 1,5 Monaten offiziell übernehmen, dann komplett. Also wir haben da wirklich extrem viel Glück gehabt mit der Lage. Genau, und also Headquarter wird in Würzburg bleiben und suchen aktuell für unsere Produktgeschichte noch Entwickler, die uns da unterstützen, einen Prototypen MVP zu entwickeln in den nächsten 3 bis 4 Monaten. Genau, das ist der aktuelle Stand, ja. Cool. Hau mal raus, was muss der Entwickler bringen? Machen wir gleich eine Stellenanzeige hier. Kurzer Werbeblock. genau, welche Skills? Genau. Also am wichtigsten sind einfach nur Skriptsprachen, dass das funktioniert. Und für das Tool brauchen wir auf jeden Fall einen guten Frontend-Entwickler oder einen exzellenten Backend-Entwickler, der sich mit Skriptsprachen, Node.js und den Geschichten auskennt. Schnittstellenintegration, Cloud-Geschichten sollten dann auch kein Fremdwort sein und am besten Bock auf das Thema Startup haben. Genau. Cool. Also wer von euch da draußen jetzt hier zugehört hat und diese Stellenausschreibung in Audio verfolgt hat, einfach Kontakt zu uns aufnehmen. Wir stellen dann einfach dann direkt den Kontakt zu Michelle und ihrem Team her. Super, danke. Sehr cool. Vielleicht können wir da was tun. wie sieht denn heute so euer Alltag aus? Also ich kann mir gut vorstellen, es ist ja immer eine Riesendiskussion, arbeite ich in einem Corporate oder in einem Startup? Wie stelle ich mir das bei euch vor? Gibt es so ein 9-to-5-Ding, also alle sind um 9 da und gehen 18 Uhr nach Hause oder um 17 Uhr? Oder ist das so eher ganz locker? Wie sieht es bei euch aus? Mhm. Nachdem wir jetzt endlich unser Office haben, ist das Ganze schon viel strukturierter. Wir kommen alle zu ganz normalen Zeiten, nicht um 5 Uhr morgens, sondern so zwischen 8 Uhr, 9 Uhr rein. Jeder hat seinen eigenen Aufgabenbereich. Und dann, je nachdem, wer Projektleitung ist, ich oder Kevin, kommen wir durch die Woche mit den Projekten. Und wenn das alles noch passt, muss keiner auch bis 9 Uhr oder 8 Uhr bleiben. Also 9-to-5 ist eigentlich läuft aktuell noch gut. Klar, wenn dann irgendwie ein Projekt reinkommt und es Stress gibt, sind wir nicht die, die dann rumheulen und sagen, okay, nein, es ist jetzt 5 Uhr, ich muss nach Hause. Aber also es ist aktuell noch echt aushaltbar und wir schauen auch wirklich drauf, dass da so ein Work-Life-Balance auch ist. Genau, das ist uns, glaube ich, allen persönlich auch wichtig. Genau, ja. Ja, was macht ihr da zum Thema Work-Life-Balance? Oder habt ihr irgendwie so eine Kultur für euch entwickelt, dass ihr sagt, hey, Freitag ist immer Homeoffice-Tag oder irgendwie so? Ich glaube, ja, unsere Kultur ist, dass wir sind aktuell ja noch ein sehr kleines Team, aber uns ist halt wichtig, dass man verantwortlich ist und professionell. Wir sind alle verantwortlich für unser Startup und wir schenken auch jedem extrem viel Vertrauen entgegen, wenn jetzt jemand sagt, er kann wird heute von zu Hause aus arbeiten oder fährt irgendwie nach Amsterdam und muss jetzt im Zug arbeiten, dann ist das kein Problem. Und wenn es jemandem schlecht geht oder jemanden Spieltag hat oder keine Ahnung, dann kommt hier keiner her und sagt, nee, ich arbeite viel mehr als du oder was weiß ich. Also wir unterstützen uns da alle gegenseitig und es ist da auch extrem wichtig. Genau. Auch das Thema Urlaub, wir wollen wirklich alle, dass jeder mal seine Auszeit bekommt und wir nicht, wenn jemand mal eine Woche im Urlaub ist, da permanent anrufen müssen und schreiben müssen. Also wir respektieren und schätzen das auch, genau. Also es ist in der heutigen Gesellschaft sehr wichtig, dass man da auch Wert drauf legt, ja. Unbedingt, ja. Also Unternehmenskultur, da mal drüber nachzudenken, ist auch immer eine Empfehlung, die ich großen Unternehmen gebe, dass man da doch gerne nochmal nachschauen sollte, ob man sich wohlfühlt, weil dieser Wohlfühlaspekt, also gern wirklich in seinen Beruf zu gehen, ist, glaube ich, ganz entscheidend für das Arbeitsergebnis. Oh ja, das stimmt. Ja.
Gibt es derzeit so ein Passion-Project, wo ihr sagt, hey, da wollen wir in 3 oder 5 Jahren einfach sein oder daran müssen wir einfach weiter arbeiten und wenn es wenig Zeit dafür ist, dann immer wieder dran denken und versuchen, Zeit einzuräumen? Mhm. Ich glaube so, ja, das große Ziel ist aktuell wirklich, Google Cloud Partner zu werden. Also wir sind sehr gespannt darauf, wenn wir da wirklich offiziell Partner sind, was sich da noch ergeben wird, weil man dann natürlich auch Zugriff auf den ganzen Vertriebsteil hat. Also das ist so das große Ziel 2018, würde ich jetzt mal sagen. Und generell auch wirklich das Thema Tool. Also wir möchten uns Schritt für Schritt immer mehr, also wir finanzieren uns aktuell nur von dem Projektgeschäft und es soll in Zukunft nicht so sein. Wir möchten wirklich von Produkten leben, dass das Ganze skaliert. Das soll das Ziel sein. Und da also das Projektgeschäft kann uns teilweise echt immer überwältigen und so viel Zeit einnehmen, aber wir müssen uns echt immer zusammenreißen und sagen, hey, wo ist eigentlich unser Ziel? Wir wollen doch eigentlich ein skalierbares Produkt machen. Lass doch mal jetzt den Freitag nur damit verbringen. Das sind so die langfristigen Ziele. Und auch tatsächlich das Thema Voice noch mehr in Betrachtung zu ziehen. Also wir machen aktuell wirklich nur Chatbots, aber das Thema Voice wird, denke ich mal, in den nächsten Jahren noch viel stärker in den Markt treten. Und da wollen wir auch vorbereitet sein, genau, da auch aktiv zu werden, genau. Ja, ja. Sehr interessant. Also gerade das Thema Voice, glaube ich, ist wirklich ein Zukunftsding. Ich glaube, wir werden in 10 Jahren wahrscheinlich niemandem mehr erklären, wie er irgendwie ein Menü auf einem Display zu bedienen hat, sondern es wird dann alles per Spracheingabe und Ausgabe funktionieren. Ja, sehr spannend. Wie seid ihr eigentlich finanziert als Startup? Also wir sind komplett bootstrapped. Wir haben uns wirklich von Tag 1 selber finanziert anhand von Projekten. Stark. Genau, ja. Und das funktioniert aktuell noch gut. Ja, und das soll auch so bleiben. Ja, sehr, sehr cool. Michael, ich schaue jetzt gerade noch auf die Uhr, weil wir haben natürlich noch so eine kleine Quick-Q&A-Session vorbereitet, in der ich dir einfach ganz schnell hintereinander ein paar Fragen stelle. Okay. Und du einfach spontan aus dem Bauch heraus antwortest. kannst du deine Mission in einem Satz formulieren? Oder eure Mission, die jetzt vielleicht auch mit eurem Startup natürlich zu tun hat? Okay, wir möchten Anlaufstelle Nummer 1 in Deutschland für Conversation Interfaces werden. Cool. Was ist ein Talent von dir selbst, von dem bisher keiner was weiß? Ein Talent von mir, von dem keiner was weiß. Ich kann extremst gut kochen und bin teilweise echt so eine kleine Hausfrau, obwohl ich teilweise auch noch so eine Businesswoman bin. Ja, ja, aber genau diese Kontraste sind ja so spannend. Ja. Sehr cool. Ja. Ich glaube, das brauchen die Jungs auch, mal ganz ehrlich. Ja, das ist so eine kleine private Leidenschaft, die ich habe, kochen, ja. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Als selbstbewusste, fortschrittlich denkende Frau, ja, von morgen. Keine Ahnung, das ist eine echt schwierige Frage, aber ja, also genau. Okay, wir nehmen das als ein Wort. Interessanterweise gibt ja das Team intern einem immer das dieses eine Wort, ne? Also wie man dann wahrgenommen wird von den Kollegen, ist auch interessant. Kann ich später mal nachfragen, ja. Gut. Ja, genau. Was man immer. Mach doch mal einen Bot dazu. Ja. Welcher Moment oder Rat hatte für dich ganz persönlich einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben? Ja, ich glaube, es hört sich jetzt lame an, aber so, man lebt wirklich nur einmal und wenn man sich wirklich mal vorstellt, wie viel Zeit wir bei der Arbeit verbringen, sollten wir uns allen bewusst sein, dass wir wirklich jeden Tag das machen sollten, was uns Spaß macht und was wir mit Leidenschaft verfolgen und das begleitet mein Leben und ich würde niemals einen Job machen, der mir keinen Spaß macht und ich hoffe und ich würde es gerne allen weitergeben, dass niemand zur Arbeit gehen sollte, nur weil er damit Geld verdient. Genau. Ja, super gut, ja, ganz wichtig. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können? Das Wertvollste, dass Geld und Status nicht das Wichtigste ist. Also
Viele Menschen gehen raus und wollen erfolgreich sein und groß aufsteigen, aber im Endeffekt ist das Wichtigste, sich selber zu fragen, was einen im Leben glücklich macht. Für die einen ist es tatsächlich Anerkennung, aber wirklich zu verstehen, dass Geld am Ende des Tages nicht glücklich macht. Und da sollte man versuchen, seine Ambitionen runterzuschrauben und vielleicht an andere Sachen zu denken, die wichtiger für einen sind. Ja, absolut. Internetressourcen. Für euch als Tech-Company natürlich eine ganz easy Frage. Gibt es oder welche Internetressourcen setzt ihr zum Beispiel ein, um Projekte zu organisieren? Also Slack wahrscheinlich für die interne und externe Kommunikation? Genau, so Slack ist für uns sehr relevant. Wir suchen aktuell noch nach einem guten Projektmanagement-Tool, wie so Asana oder etc. Aber haben uns da noch nicht festgelegt. Und wir arbeiten, ja klar, wir wollen noch dann mit der G Suite mehr arbeiten oder jetzt auf die G Suite migrieren. Genau, ja. Sehr cool. Asana kann ich sehr empfehlen, haben wir bei uns in unseren Projekten. Ah. Und die haben, kann ich ja gleich hier bekannt geben, die haben eine, sie nennen das Zeitleiste, also eine Timeline integriert, weil es immer diese Diskussion gibt in den Projektmanagement-Tools, habe ich jetzt eine Gantt-Chart Darstellung oder nicht. Mir war das immer wurscht. Meinem Partner Yannick, der hatte mal so ein tränendes Auge gehabt, weil es ihm irgendwie gefehlt hat. Jetzt ist es da. Also ein sehr geiles Tool. Kann ich nur empfehlen. Super, gut zu wissen. Ja. Kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich einen großen Mehrwert hatte? Ich habe letztes Jahr zwei Bücher gelesen, die ich super fand. Das war zum einen The Talent Code von Daniel Coyle. Da geht es darum, dass so Greatness nicht geboren wird, also Talente werden nicht geboren, sondern they grow, also sie wachsen, und dann wird dann beschrieben, warum so viele Musiktalente wie Beyoncé oder Selena Gomez irgendwie aus Texas kommen, warum so viele Kraftsportler in Island groß werden, und es ist super interessant, das zu lesen. Und dann noch das Buch The Subtle Art of Not Giving a Fuck von Mark Manson. Das fand ich auch total cool. Also da ging es wirklich darum, dass das Leben halt tatsächlich manchmal einfach scheiße ist und man damit lernt, umzugehen. Und muss nicht immer perfekt und super und toll sein. Und es ist echt, auch nochmal ganz große Empfehlung. Sehr cool. Wo wir schon bei Empfehlungen sind, gibt es drei Interviewgäste oder Menschen, die du hier für diesen Podcast, den Markenrebell-Podcast, empfehlen kannst, von denen wir noch was lernen können? Ja, in meiner Freizeit höre ich ja auch gerne Podcasts, und ich muss sagen, die Bloggerin aus Österreich, Daria, finde ich extrem interessant als Person. Die kann ich, ja, wärmstens empfehlen, ja. Hast du noch zwei? Zwei. Schwierig. Kannst du mir auch nachreichen? Ja, ich überlege nochmal. Ja. Ja, genau. Ja, Michelle, das Schlusswort überlasse ich nun dir mit der Frage, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben? Ah, okay, schön. Glückliches und erfülltes Leben. Ich glaube, es macht viel Sinn, sich vielleicht mal täglich, wenn man es nicht schafft, wöchentlich hinzusetzen und sich aufzuschreiben, was einen die Woche besonders glücklich gemacht hat oder was einen irgendwie unglücklich gemacht hat, und sich das einfach mal schriftlich niederzuschreiben und zu gucken, was einen wirklich glücklich macht, und darauf dann auch versucht, mehr sein Leben auszulegen. Und sich allein die Tatsache, sich damit zu beschäftigen, was einen glücklich macht, kann, glaube ich, schon viel ausmachen. Und deswegen, ist das meine Empfehlung zum Schluss. Ja, vielen Dank dafür. Michelle, vielen Dank für deine Zeit und deinen Besuch, deine wertvollen Inputs hier, und viel Erfolg für euer Startup. Vielen, vielen Dank, Norman. Danke, dass ich hier sein durfte. Gerne. Ciao, ciao. Tschüss. Hier noch eine wichtige Info für alle die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung auf ihr Smartphone für clever halten. Denen empfehle ich unbedingt unseren neuen und vor allem kostenlosen Messenger-Service. Ganz egal, ob ihr WhatsApp, Facebook Messenger, Insta oder Telegram verwendet, wir liefern euch alle neuen Podcast-Folgen, natürlich unseren monatlichen Ratgeber als E-Book sowie weitere spannende Informationen frei Haus in eure Lieblings-App. Und das alles kostenlos und ohne Werbespam, das verspreche ich euch.
Geht dafür einfach auf unsere Website www.markenrebell.de und klickt im Menü oben auf den Punkt Service. Probiert es einfach mal aus. Es ist kinderleicht und seid gespannt, was hier in den kommenden Wochen so alles abgeht. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wären wir euch sehr verbunden, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet und uns eine Bewertung bei iTunes dalasst. Das dauert nur wenige Sekunden und ihr helft damit, dass auch andere diese Informationen erreichen und wir diesen Podcast für euch noch viel, viel besser machen können. That's it. Alle Informationen wie immer in den Shownotes. Nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Bis bald. Ciao.